Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute eine weitere Umkehraufgabe zum Rechteck. Umkehraufgaben sind ja immer dann gegeben, wenn ich den Flächeninhalt oder den Umfang habe und eine entsprechende Seitenlänge berechnen sollte. Gestern habe ich eine Umkehraufgabe besprochen mit dem Rechteck hinsichtlich des Umfangs. Logische Folge, heute haben wir eine Umkehraufgabe, wo wir einen Flächeninhalt gegeben haben und aus diesem Flächeninhalt heraus weitere Berechnungen durchführen. Die genaue Angabe lautet, ein Rechteck hat einen Flächeninhalt von 2496 Quadratmeter und eine Breite von 39 Meter. Daraus ergeben sich zwei Fragestellungen. Was für eine Länge hat das Rechteck? Und davon ausgehend eine weitere Fragestellung, das Grundstück wird zweifach mit Draht umspannt. Wie viel Meter Draht sind hierfür erforderlich? Wie immer beginnen wir unsere Berechnung mit einer Vorüberlegung. Ich habe hier eine Skizze aufgezeichnet. Flächeninhalt 2496 Quadratmeter des ganzen Rechtecks. Dann habe ich die Seite B gegeben und was fehlt, ist die Seite A. Und diese können wir ermitteln, indem wir die Formel für den Flächeninhalt verwenden und diese nachher so umformen, dass uns die Seite A zur Verfügung steht, damit wir dann die weiteren Berechnungen durchführen können. Die Flächeninhaltsformel oder beziehungsweise der Flächeninhalt eines Rechtecks wird über den rechten Winkel berechnet, also a mal b. Und genau mit dieser Formel beginnen wir hier. Flächeninhalt eines Rechtecks a mal b. In einem nächsten Schritt ersetze ich die Variablen durch die Zahlen, die ich habe von der Angabe. Der Flächeninhalt war angegeben mit 2496 Quadratmeter. Die Seite a, die Länge, das ist die gesuchte Größe, die wir berechnen müssen. Und die Seite B ist angegeben mit 39 Meter. Jede Flächeninhaltsformel ist auch eine Gleichung. Das heißt, ich kann einen fehlenden Wert durch Umformung berechnen. Und genau so einen Fall haben wir. Nicht eine besonders schwierige Umformung. Wir haben ursprünglich drei Variablen zur Verfügung gehabt. Ein großes a, ein kleines a und ein kleines b. Zwei wissen wir und wenn wir von drei Variablen zwei wissen, dann können wir die dritte durch eine Berechnung ausrechnen. Das nennt man bei Gleichungen Äquivalenzumformungen. Wenn man es einfacher formulieren will, ich muss einfach schauen, dass der gesuchte Buchstabe alleine steht. Und wie bekomme ich das hin? Indem ich all das beseitige, was um diesen gesuchten Buchstaben herumsteht. Und zwar beseitigen kann ich es mathematisch gesehen, indem ich die gegenteilige Rechenoperation durchführe. Und wenn wir uns hier dieses Beispiel anschauen, ich habe hier das kleine a gegeben, mal 39, und dass das a alleine steht, das Gegenteil von mal 39 ist geteilt durch 39. Wichtig ist jetzt, weil ich eine Gleichung habe, ich muss beide Seiten durch 39 dividieren. Beginnen wir mit der einfacheren Seite, a mal 39 und dividiert durch 39 mal 39 und dividiert durch 39. Das eliminiert sich gegenseitig, darum habe ich es ja gemacht. Das heißt, es bleibt auf dieser Seite das kleine a übrig. Und die andere Seite berechne ich, indem ich 2496 durch 39 dividiere, entweder mit dem Taschenrechner oder schriftlich oder halbschriftlich. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Die Seite a hat eine Länge von 64 Meter. Wer will, kann hier einen Antwortsatz schreiben, unbedingt notwendig ist es nicht. Die Seitenlänge a des Rechtecks ist 64 Meter. Damit haben wir eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um den im zweiten Schritt dann die Drahtlänge, beziehungsweise, das müssen wir uns noch überlegen, was meint man überhaupt mit Drahtlänge, zu berechnen. Wir haben jetzt beide Seitenangaben. Und das führt uns zum zweiten Schritt und wir sehen schon
an der Überschrift. Hier steht nicht Drahtlänge berechnen, sondern Umfang berechnen. Und das ist immer so, wenn ich einen Zaun berechne, ganz egal ob Draht oder aus Holz oder sonst irgendetwas, in einem ersten Schritt brauche ich immer den Umfang. Und der Umfang eines Dreiecks, das sieht man in dieser Skizze hier gut, berechnet man, indem man zweimal die Seite A und zweimal die Seite B berechnet. Umfang heißt ja einfach, ich gehe einmal um das ganze Grundstück ringsherum. Und ich habe jetzt hier die Formel aufgeschrieben, Klammer A plus B, Klammer zu, mal 2. Es würde natürlich genauso gehen, 2 mal A plus 2 mal B. Ich habe hier den Zweier herausgehoben. Auch hier ersetzen wir in einem nächsten Schritt die Variablen durch die Zahlen. Und das kleine A, das haben wir eben ausgerechnet, das beträgt ja 64 Meter. Das kleine B, das hatten wir schon in der Angabe, das war 39 Meter. Und schlussendlich das Ganze nochmal 2, weil ja jede Seite zweimal vorkommt beim Rechteck. Kleines Zwischenergebnis, indem wir die Klammer berechnen, 64 plus 39, das ergibt 103 Meter. Und das Ganze mal 2, das ist eine Kopfrechnung. Wir erhalten den Umfang des rechteckigen Grundstücks. Dieses beträgt 206 Meter. Und jetzt sind wir dem Ziel schon sehr nahe. Wir haben ja in der Angabe den Text gehabt, dass das Grundstück zweifach mit Draht umspannt wird. Und deshalb müssen wir jetzt noch eine letzte Berechnung durchführen, indem wir die Drahtlänge ausrechnen. Die Drahtlänge berechnen wir, indem wir den Umfang verdoppeln und einfach mit 2 multiplizieren. Den Umfang, den wir vorher berechnet haben, der war ja bei 206 Meter und 206 Meter mal 2 ist einfach das Doppelte, 412 Meter, und damit haben wir die Drahtlänge berechnet und können einen Antwortsatz schreiben, es werden 412 Meter Draht benötigt. Das war eine Berechnung zum Rechteck, eine Umkehraufgabe mit einem gegebenen Flächeninhalt, wo wir in einem ersten Schritt die Seitenlänge A berechnet haben. Davon ausgehend konnten wir dann den Umfang berechnen und in einem letzten Schritt haben wir noch die Drahtlänge berücksichtigt, weil das Grundstück doppelt umzäunt wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Tag, ganz egal, zu welcher Zeit ihr dieses Video seht. Ich wünsche euch viel Glück für die kommende Woche.